Trinkwasser ist nicht notwendig, nein. Im privaten Haushalt bekommen wir vom Wasserversorger einwandfreies Wasser geliefert, gutes Wasser, da sind keine gefährlichen Inhaltsstoffe drinnen. Maximal kann durch die Hausinstallation, wenn man selber das Haus gebaut hat, vielleicht schlechte Materialien oder Verarbeitungsfehler sein. Wenn man sich da etwas unsicher ist, kann man eine Wasseranalyse machen lassen, aber bevor man nicht sicher weiß, was für Problemstoffe drinnen sind, jedenfalls keinesfalls ein Aufbereitungsgerät. Entmineralisiertes Wasser ist nicht besser als unser Leitungswasser. Der Mensch braucht am Tag 2,5 Liter Flüssigkeit, 1,5 Liter davon als Getränk. Neben dem braucht er Nährstoffe, er braucht Spurenelemente, Vitamine und Mineralien, Elektrolyte, die im Trinkwasser vorhanden sind. Und warum sollen wir quasi dem Trinkwasser wichtige, lebenswichtige Stoffe entziehen und das Wasser sinnloserweise entmineralisieren? Trinkosmose ist ein Verfahren, mit dem man alles das, was die Natur dem Wasser zugefügt hat, von den Mineralstoffen, Huminstoffen, Salze und so weiter, aus dem Wasser wieder herausholen kann. Man kann aber auch alles das, was vom Menschen in dem Wasser zugefügt worden ist, alle Verunreinigungen herausholen. Man hat die Möglichkeit, durch die Wahl der Porengröße, die sich ja im Bereich von Zehntel, Hundertstel, Tausendstel Mikrometern sich bewegt, zu wählen, welche Stoffklassen man aus dem Wasser herausholen will. Im Endeffekt hat man aber das Problem, dass das, was man zunächst herausholt, wie bei einem Sieb, wie bei einem Kaffeefilter, auf dem Filter zurückbleibt. Wenn Sie bei einem Kaffeefilter immer wieder neuen Kaffee drauf tun, dann wird er zum Schluss voll sein und nichts mehr durchgehen. Das ist das Problem, dass also so eine Umkehrosmoseanlage auch verblocken kann und dann zunächst rückspülen und wenn man das mehrmals gemacht hat, auch mit großem chemischem Aufwand wieder reinigen muss. Die Fähigkeit alleine sagt überhaupt nicht aus, ob das Trinkwasser gut ist, ob es genießbar ist oder ob das Wasser überhaupt vielleicht giftig ist. Diese Aussage kann nur getroffen werden, wenn ich genau weiß, welche Stoffe enthalten sind. Die Leitfähigkeit selbst sagt nichts anderes aus, ob der Strom geleitet werden kann. Wasser selbst ist eigentlich ein schlechter Stromleiter und die Leitung funktioniert in Wirklichkeit nur mit den darin gelösten Stoffen. Das heißt, je mehr Stoffe, die den Strom gut leiten, sind, im Wasser drinnen sind, umso höher ist die Leitfähigkeit. Daraus kann ich aber keine Aussage machen, ob das Wasser genießbar ist. Für den Techniker ist die Leitfähigkeit wesentlich interessanter. Wenn er regelmäßig Untersuchungen durchführt, hat er sehr schnell einen Wert, der ihm eine Änderung anzeigt. Mehr ist es überhaupt nicht. Den Konsumenten bringt der Wert der Leitfähigkeit als Aussage für das Trinkwasser nichts. Sobald Sie ein Produkt kaufen, welches das ÖVGW-Prüfzeichen besitzt, können Sie davon ausgehen, dass dieses Produkt qualitativ hochwertig ist, dass dieses Produkt geprüft worden ist und man kann davon ausgehen, dass dieses Produkt, speziell in der Trinkwasseraufbereitung, lebensmittelecht ist und kann unbedenklich für die Wasseraufbereitung verwendet werden. Gibt es ein Rücktrittsrecht bei Haustürgeschäften? Ist zu sagen, hat der Käufer, der Konsument, den Vertrag nicht in den üblichen Räumen des Geschäftsmannes abgeschlossen, dann spricht man von einem Haustürgeschäft. Und hier gibt es natürlich auch ein Rücktrittsrecht. Das Rücktrittsrecht ist eine Woche, sozusagen ab Vertrags- oder Urkundenunterzeichnung. Und was die wichtigste Voraussetzung dafür ist, der Konsument muss schriftlich über sein Rücktrittsrecht informiert werden, damit auch diese Frist von einer Woche zu laufen beginnt. Wird er nicht
schriftlich informiert über seine Rechte, hat er ein viel längeres, ein unbefristetes Rücktrittsrecht. Man spricht auch von Haustürgeschäften, wenn jetzt zum Beispiel der Konsument auf der Straße angesprochen wird und in die Räumlichkeiten des Unternehmers hineingebeten wird, hier auch wieder ein Rücktrittsrecht. Kein Rücktrittsrecht gibt es bei Messebesuchen oder auf Marktbesuchen oder, wie schon angesprochen, wenn Sie den Vertrag direkt in den Geschäften des Unternehmers abschließen.